Was geht, Hansen? Jo, was geht? Oh, 9 macht er. Ja, ich hab. Ich weiß nicht, was mir gerade passiert ist. Oh, stechen! Oh. Warte kurz, Digga, warte ganz kurz. Wir müssen nur zu Ende würfeln, dann ist alles gut. Ja, fang du an. Nee, nee, du musst anfangen, Jan. Nee, Digga, wenn ich anfange, verliere ich immer. Du musst anfangen. Ich muss gar nichts, Digga, fang jetzt natürlich an. Natürlich. Okay, nee, komm, auf die Augen machst. Ja. 8. 5. Ja, hätte mal angefangen. Ey, Digga, Hans. Jo, jo, jo. Wir müssen jetzt nochmal kurz durchrechnen, was in den Shops rauskam. Levin, bist du da? Hörst du mich? Ich hab das alles Sektor im Auto irgendwann gegeben. Ja, aber Levin hat noch Geld. Ja, ja, aber ich hatte dir, glaube ich. Wie viel hast du denn insgesamt? Ich hatte. Was haben wir aufgeschrieben? Warte, ich hatte auf. Im dir im Auto hatte ich. Du hattest 3. Nee. Ich hatte 9. Insgesamt hatte ich 9. 9 noch was. Ja, und der genau, Rest war alles genau. Drauf. Also du hattest, warte mal, wo ist denn mein Zettel? Im Auto hattest du 9 und dann hatten wir irgendwo von den Pier-Gedöns 3,5 noch. Dann hatte Frank noch ein bisschen, dann hat... Wer ist Frank? Sorry, Mann. Frank... Er sagt das nur so serious, er ist Frank! Dann hatte Frank nochmal 2000, nee, gar nicht, irgendwas zerquetscht gemacht. 1,8. Carlos hatte 2000 am Baumarkt und Levin hatte nochmal irgendwie 6,9 oder sowas. 6,9, genau, 6,9 hat er. Am Shop da hinten irgendwo gemacht. Ja, rechne also mal zusammen, pass auf, bitte. ich hatte jetzt den Anteil ziehe ich ab, der Rest ist alles von den Überfällen. Okay. Wie viel hast du denn dann? Also sagen wir einfach, du hast glatt 9. Dann haben wir noch 1,8 von Frank. Warte, ich kann dir das genau sagen. Also. Hast du Aussage gemacht und alles? Ja, ich hab denen nicht was erzählt. Das, okay. Ich zeige euch später, wer weiß, wer jetzt wird. Aber auf jeden Fall super gut verfänglich. Also wie viel haben wir jetzt? Ja, chill. Er rechnet. Also ich hab, warte, da steht doch nichts. Ja, aber das ist richtig Payday, Digga. Richtig Fluss kommt, Digga. Ich hab 35.000. Davon 18.500 abgezogen. Ne, sagen wir 18.500 habe ich gerade verloren. Das sind 17k. Die ich jetzt habe. Dazu kommt noch das von Levin. Ja, 6,9. 17 plus 6, 9, 23, 9, runden wir auf 24, 24 durch 5. Ja, 4.900 oder so. 4, ja, 5.000 kriegt ihr. Ja, 4,8 sowas. Danke. Und du? 4,8. Ja. Danke. Und Hans? Auch 4,8. Ich hab keinen Bock, mir eine neue Waffe zu holen, Digga. Ich lass stecken. Ich hab Bock jedes Mal wegen jeder Kleinigkeit, dass sie mir das abnehmen, Digga. Das ist euer Auftrag jetzt. Ich hab ihm eben meinen ganzen Scheiß gegeben. Ich glaube, ich kaufe mir ein Auto. Ich bin Frank, ich hab 30 Autos. Nee, hab ich ja eben nicht, das ist ja das Problem. Ich bin Frank, ich brauch 30 Autos. Ich brauch 30 Autos, woher fühle ich mich nicht wohl, so meinst du. Was hatte ich noch? Die Waffe, aber ich. Nee, so tief kann ich nicht gehen. Mit der Stimme. Ich will mal kurz zu Drivers. Kommt ihr mit? Ich will mal gucken, was die im Rauchwagen haben. Ich bin traurig. Oh Gott. Hör nicht auf! Wiedersehen! Spiel weiter, Mann!
Hatten wir gerade angerufen? Ja, ja, wir haben gerade angerufen. Moment, noch das Lied zu Ende. So, rein. Yeah. Oh, hi, hola, muchachos. Schön laut gewesen, aber... Ja. Ich meine, der heißt ja nicht zum Spaßstreiter. Schon so ein Streitwagen-Auto. Da ist der Wagen? Streiter? Ja. Streiter, ja. Warum? Weil er die Straßen bestreitet. Das war lustig, dafür kaufe ich den. Alter. Das ist ja voll getuned. Ich mach den Kaufvertrag weiter. Ja, der, Ach, der ist getuned? Nee, der ist nicht getuned. Ach so, wer ist der? Na gut, für getuned hätte ich den genommen. Ja, für einen Off-Price können also, wenn Sie wollen, können lassen. Nee, das machen wir nicht. Wenn Sie wollen, können Sie gerne eine Probefahrt machen. Ja, darf ich die machen? Ja. Was ist das nächste? Dann geht's schon hoch, so auf die 100.000 hoch. Wow, okay. So, also es wäre der nächste Sprung, wäre halt ein bisschen höher, aber natürlich ist auch qualitativ dann höher. Wie teuer war der Wagen nochmal? Roadtrip. Was hat sie denn für Beine, Digilein? Ich krieg langsam Beinefetische. Lass nicht drüber reden. Was fährst du weg? So, welche Bank? Er ist aber Streiter, Digga. Ah, natürlich. Wie viel sollte der jetzt kosten? Richtig Breitbaureifen, Digga. Cent. Nicht 15? Nee. Oder war das für Tuning? Tuning war auch 25. Bruder, mashallah. Also für was 50 würdest du, aber du hast doch auch keine 50 für den. Natürlich habe ich den nicht. Ich wollte nur Probe fahren, alles gut. Digga, der ist so schmal auch, ne? Boah, ich bin... Gibt es noch was da drunter? Ah! Unter dem Auto, ne? Nur noch den Benito-Bäden. Ja, aber das war jetzt der für 25, oder was? Nee, der ja, kostet mal 3. 70 eigentlich. Also 25 mal 3, jeder von euch, und dann habt ihr den. Oh, da, wir nehmen also 70 ich passe. Minus 50 von ja, euch. Jeder plus 25, und ihr habt den. Das heißt also, 50? Nein, 70 minus 20 plus 25, passt. Könnt ihr mitnehmen. Mal 4, dann nehme ich den. Mal 4. Verkauft. 200.000. Alles klar. Was ist da drüber? Preisklasse? Jeder hat zugehört. Hm? Die nächste Preisklasse los? Ja. Ja, da fängt es halt so bei 100.000. Das ist doch gar kein Problem. Das ist gut, weil wir haben. Können auch noch. Ja, keine Ahnung, wir haben einen Boller LE. Der schlägt so mit 100.000. Ich habe nichts in der Tasche. 250. 250. Krass. Ja. Und wie viel? 250. 250. Ja, alles klar. Ja, Hans fängt an, weil er neu dabei ist. Okay. Ja, alles klar. Und dann im Uhrzeigersinn. Ach, scheiße, Mann. Ich hab nie Glück bei dem Dreck. Verdammte Scheiße. Warte mal. Warte mal, 7 ist das höchste jetzt und ich bin dran, ja, ne? Von 11 und 7, ja. 8. Ja, leck mich doch. 250? Jo, von jedem bitte. Dann kann ich jetzt auch eine 1000er Runde machen. Aber auch ich nicht. Wie viel kannst du? 500er oder was? So, bitteschön. 500 oder was? Ah, ich habe nur 300 auf Tasche. 500? Okay, 300. Gewinner fängt an. Ich fange an, ja? Ja, okay, 300. Ja, was geht? Warte kurz. Was geht? Warte kurz. Warte mal, willst du mitwürfeln, Jan? Wie viel? 300. Habe ich nicht, hab ich keinen Bock zu. Scheiß drauf. Okay, dann fang. Ich fange an. 10. Ja, ne, ich hör auf. Nee, 300. Du musst jetzt würfeln. Mir sind meine Bücher weggefallen. Franz, du bist. Ja, warte mal, ich hab hier gerade. Also 10 von Frank. Ah, scheiße. Ja, läuft bei dir. 7. 4. 4, Digga. Komm, aber brauchen wir nur die Schuhe? Kevin macht einen 6er. Nein, so. Ja, warte mal, das ist so geil. Raya, was geht? Ja, was geht? Was geht denn bei dir? Wo bist du denn immer? Wir hätten dich schon eine Million mal wieder gebraucht. Heute zum Beispiel hätten wir eine Geisel gebraucht. Hab ich auch gesagt. Ja, sorry, aber Serien und so. Ich hing irgendwie im Bett fest.
Kennst du eigentlich alle, die hier stehen? Welche sie den mit dem blonden Haaren kenne ich, glaube ich. Also sie hat uns mehr, sie hat uns sehr, sehr, sehr glanzvoll bewiesen, dass wir ihr blind vertrauen können. Längere Geschichte. Das ist Raya. Stellt euch doch mal vor, Jungs. Tauscht mal Nummern aus. Das wäre super. Ja, ich hab schon. Wir haben schon Party gemacht. Das stimmt. An dem Abend, an dem ich euch kennengelernt habe, was ihr dabei ja. Das stimmt. Party. Hallo, wie ist dein Name? Raya. Raya. Ja, dann gib mir deine Nummer. So wie er das ausspricht, klingt das, als würde jemand reihen. Ist das eigentlich eine Abkürzung? Ja, für Soraya. Ja, dann nenne ich dich Soraya, das ist doch viel schöner. Ja, jeder wie er mag, ne? Nee, ich nenne dich Soraya. Ich nenne sie aber so. Alles klar. Was Geile war. Wer chillt jetzt da drüben? Ist jemand, der nicht zuhören darf? Ne, alles gut. Das Geile war heute, wo ihr gesagt habt, holt die fucking Geisel, ne? Ey, ihr seid witzig. Ich hab den Typen angefangen und gesagt, er soll in die scheiß Karre einsteigen. Perfekt. Digga, so lustig, Digga, wie wir Stromausfall, wir fahren einfach in die Bank. Das Geile war, ich hab schon das Geld am Einpacken, Digga. Und er labert was von wegen, wir brauchen erstmal eine Geisel. Ja, pass auf, das Geile war, wir fahren und ich merke, der Strom geht aus, dann sage ich, ihr lasst doch in die Bank. Und dann auf einmal hörst du im Funk, wir fahren alle zur Bank, jetzt! Spontan oder was? Ja, und ich hab gedacht, Junge, das war's. Digga, das war eine Entscheidung innerhalb von 2 Minuten. Was heißt spontan? Frank war schon in der Bank drin, bevor wir überhaupt hingefahren sind. Ja, der war einfach direkt drin. Digga, das war so geil, Bruder. Wie viel habt ihr rausbekommen? Viel zu wenig, scheiß drauf. 112. Okay. Dafür, dass es eine spontane Aktion war. Durch 6, also jeder 18,5 Riesen. Geld ist Geld, Gus. Digga, Geld ist aber nicht alles. Aber viel. Ja, Hauptsache, dass wir noch heil rausgekommen sind. Das ist wieder der gierige Kubaner, Digga, der Millionen mit Koks macht, aber immer noch nicht zufrieden ist. Noch mehr Millionen, wer will Milliarden? Apropos Koks. Hat jemand Koks? Nee. Nein, leider nicht. Das Geile war ja sowieso. Ich kann dir Benzin geben, kannst dran schnüffeln. Dann war halt im Krankenhaus. Ein Single von, ich weiß gar nicht, 5 oder 6. Wie waren da? Cops oder was? Ja. Digga, das war aber. Die hatten so richtig. SEK-Ausrüstung, lass nicht drüber reden, Alter. Und dann, ich rufe ihn an, der geht ans Telefon, ich so, ich stehe im Jeep gegenüber. Also ja, ich gehe ganz geschmeidig hier über die Straße. Und dann kam noch ein Cop-Auto hinter uns, haben ihn dann festgenagelt und er ist einfach eingestiegen und tschüss. Ja, er sagt erst, ich darf gehen, dann soll ich bleiben, dann darf ich gehen. Ich so, Alter, nerv mich nicht, ich steige jetzt ein. Ihr habt meinen Ausweis, wenn ihr was wollt, sucht mich. Ey, mal was anderes. Die Nummer von diesem Cop, wie heißt der? Strauß. Wirklich? Ja. Das war der mit dem wir verhandelt haben. Das war ohne Witz. Ja, hat Strauß. Hat er wirklich nach meinem Namen gefragt? Ja, also wie geht's dem Zorn? Ich so, wer ist das? Ja. Das ist nicht gut. Ja, wahrscheinlich wegen dem Auto, aber ist ja kein Beweis. Du warst da, wow. Ist vorbeigefahren. Ja, das Auto, das ist eine Millionenstadt hier, also das fährt hier öfters rum. Ich wusste bis eben nicht mal, dass wir verlobt sind. Hä, wie jetzt? Ja, kommt drauf an, was geschehen ist. Ich habe sie richtig tief penetriert. Ja, dann wäre ich natürlich so, aber bist du behindert? Okay, ich wollte nur ungefähr wissen, wie du zu ihr stehst, weil keiner weiß, dass ihr verlobt seid. Darum ging das. Ich wusste das selber nicht. Ja, du hast doch aber aus dem Kontext erzählt, dass sie meine Verlobte ist. Nein, aus dem Kontext, dass... Ja! Okay, falsch definiert. Ich meine so... Du hast verschiedene Arten von Verlobten. Okay, nimm das einfach mal an. Dann gibt's die, wo es einen stört. Und wo es einen halt nicht stört. Ganz mal. Ich rede gar nicht weiter, Alter. Quasi so die zum Weiterreichen, die eigentlich da bleiben sollten, meinst du? Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wie ich da gerade komme. Ich musste irgendwie gerade, lass nicht drüber reden. Ihr könnt ja mal ein bisschen auf Seite gehen bei eben hier. Ja, damit. Wir fangen an. Mit oder ohne Pasch? Ohne. Okay, dann let's go. Ich will ihr Geld wieder haben. Ach du Scheiße. Ich brauche einen Sechser, dann kann ich nach Hause gehen. Komm schon. Schaffst du. Knapp. Jawoll. War doch klar. Oh, ist das schön. Danke. Wie wäre es denn, wenn wollt ihr Geld nur wieder haben hier? Wie wäre es denn, wenn wir eine kreative Pause einlegen und ich strelle uns ein kleines Liedchen? Ich gehe vorher, glaube ich, rüber zur Bank. Also, aber einmal will ich noch. Ich muss auch mal zur Bank.
Ja, macht mal einer, ich will 1 gegen 1, eine große Runde. Wie groß ist die Runde? Ja, wie groß ist dein Budget? Das ist dehnbar. 5 oder 10? Ja, sag an. Ja, mir ist das hier, such du aus. Ja, jetzt kann ich ja nicht aussuchen, was ich, worauf jeder Bock hat. Ja, dann 10er, ich gegen dich. Ja, wo, um 10? Ja. Du redest, oder? Wer redet gerade? Nee, ich hier. Nee, so dunkel hier. Er redet. Nein, 10, das machst du nicht, kannst du vergessen. Ja, jetzt musst du. Stell dir mal vor, man gewinnt. 10.000. Warum? Dann haben wir direkt zack 20. Ja, siehst du, zack 20. 10 Gewinn gemacht. 10 Gewinn gemacht. Klar. Danach geht. Ja. Du bist spielsüchtig, such dir einen Psychiater oder. Komm! Was? Quatsch. Was willst du machen? Nein, eine große Runde. Du darfst sogar aussuchen, mit oder ohne Pasch. Darfst du aussuchen. Dann bin ich sogar eher für eine große Runde für 5. Okay. Nee, auf groß habe ich keinen Bock, da ist ekelhaft. Ja, das ist auch echt mies eigentlich. Ja, dann mach das. Und was hast du 50-50 Chance? Was, 10.000? Wenn ja, du ich verlierst, gegen ihn. Dann kannst du hier. Kannst du auf dem Sofa pennen. Warum? Dann fahre ich in das Haus, was wir gekauft haben und bezahlt haben. Fahre ich ihn abbezahlt haben. Dann fahre ich da einfach hin und lege mich schlafen. Ja, und nächste Stromrechnung können wir nicht bezahlen. Ja, dann geht man arbeiten, dann geht das schon. Ach, ihr Polizisten verdient euch doch bestimmt dumm und dämlich. Ja, ich glaube, es gibt Leute, die verdienen mehr. Hart auf dem Bau arbeiten muss für mein Geld. Ich glaube sogar, dass ihr da besser unser verdienen. Geld. Unser Geld. Ich wollte mal kurz kotzen gehen. Wenn das Gerücht schon rumgeht, ist das jetzt unser Geld. Digga, ich habe nie gesagt, dass ich das gesagt habe. Ihr habt euch damals... Hans, ist okay. Ja, es ist alles gut. Hast du so Bock? Ich kann auch 5 machen, ist es nicht. Loswerden. Okay, Nachi, ich habe ein gutes Gefühl, mach es. Ich nehme mich auch irgendwie. Jetzt habe ich aber ein schlechtes. Wie hast du eine Nachricht geschrieben? Warte, kann man einsteigen? Nee, Digga, ich mach gegen ihn allein. Nee, jetzt 2er, wenn dann. Mit oder ohne Pasch. Und was macht der jetzt? Wie magst du es lieber? Deine Würfel, komm. Ja. Mir ist das voll egal, ich werde nur nicht anfangen. Ja, und um wie viel macht der jetzt? 10.000. Oh, shit. Das schaffen. Alter, ihr seid so irre. Amigo, das ist jetzt krass. Ich hab meinen Lebtag keine 10k besessen. Hast doch so eben gemacht. Nee. So, jetzt geht's los. Für 10k, da muss ich... Mit oder ohne Pasch? Ohne. Ohne, okay, fang an. Um was geht's, warte. 10.000, ich gegen ihn. Oh, geil. Ohne Pasch. Dann wird für Jan meistens eine 1 und eine 2. Ich mach keine Ahnung. Ja. Hier. Oh, Scheiße. Digga, ja. Weißt du, was das Gute ist? Nicht die 10.000, sondern einfach, dass ich gegen den Bullen gewonnen habe. Nee. Das ist das bessere Gefühl. Und am ärgerlichsten ist es nicht, dass ich verloren habe, sondern wegen einer beschissenen Zahl verloren habe. Ja, Digga, das ist echt bitter. Ja, müsst ihr jetzt eigentlich um 15. Taktik. Nee, Digga. Nee, der Arme kann auch seine Stromrechnung nicht bezahlen. Jetzt, genau. Nein, pass auf, alles oder nichts, verdoppel, los. Nee, ja, hallo, so viel. Mal nee. Auf. Nee, dann hab ich will dir nicht nackig machen. Ich will auch nicht verlieren, dann werde ich süchtig. Ich glaube, sie ist auch spielsüchtig. Von wegen Spielsucht, wer ist hier die Süchtig? Ja, die treibt mich da rein. Nicht spielen und dann Doppelte. Nee, wollen wir kurz zur Bank gehen oder will ich jetzt... Ja, können wir machen. Ich nehme und hole einen Koffer. Hilfen wir um Eheringe. Ja, das hätte den Handy? Ja, das können wir sogar machen, dann bin ich endlich los. Komm, machen wir. Aber ich habe keinen Ehering. Ja, wenn ich gewinne, dann kriege ich irgendwas anderes. Ja, dann such dir einen vor. Bin man schon einig irgendwie. Ich würfel nicht mehr. Ich geb dir einen Vor. Ich hab versucht zu würfeln, aber ich glaube, ich lasse es schon sagen. Ich wollte würfeln. Ich fang an, okay. Ja. Mit oder ohne Pasch? Ohne. 8. So, um was würfel ich jetzt? Komm, lass neue Runde machen, das war unfair. Ja, um was würfel ich jetzt? Ich sag ohne Pasch, nachdem ich gewürfelt hatte. Lass neue Runde machen. Okay, jetzt mit Pasch oder ohne? Alle ohne Pasch und von mir aus fange ich an. Und um was geht's jetzt? Um einen Ehering. Um einen? Was haben wir denn mit einem? Ah, fuck. Nee, ich hab sogar 2. Ah, gut, ich hol mal hin.